Guten Tag und willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir können anscheinend doch das K-Level spielen. Man muss nur von hier unten zum K-Level, also von 6.5 Schneeflockschock, muss man zum K-Level hin. Ja gut, das habe ich jetzt nicht ganz geblickt. Aber immerhin haben wir dann ein vernünftiges Finale, wenn wir jetzt erst das K-Level zocken. Also, let's go. Oh Gott, vielleicht hätte ich mir noch einen Partner dazu kaufen sollen, weil... Nun ja, es ist halt ein K-Level. Aber vielleicht bekommt man ja auch am Anfang einen. Ja, bekommt man tatsächlich. Ja, gut. Hätte man sich denken können, hätte man sich aber auch nicht denken können, weil es ist das letzte K-Level und deswegen soll es natürlich auch ganz schwierig sein. Shit, was hätte man da machen sollen? Oh, die Musik, ne? Die geht schon wieder richtig ab. Ja, und deswegen soll es halt echt schwierig sein, das K-Level. Allerdings kriegt man vielleicht genau deswegen auch einen Partner. Weil es ist schon schwierig genug. Und dann hat man wenigstens so eine kleine Absicherung. Ich denke, die haben ja auch einen Partner hingesetzt, weil man sich das ja aussuchen kann, ob man einen Partner nimmt oder nicht. Jetzt? War ich zu langsam oder war da einfach nichts oder das was war da jetzt? Boah, dieser vereiste Boden, ne? Geil. Das ist jetzt nicht so geil, dass ich da nicht direkt rankomme. Wow. Ich glaube auch, hier in der Nähe ist ein Puzzleteil. Das fühlt sich zumindest sehr stark danach an. Ja, nee, ich warte lieber nochmal. Bevor ich hier Dixie verliere. Alles klar. Das war sogar noch ein schlechterer Zeitpunkt. Aber wir haben es hinbekommen. Boah, ey, was ist denn das für eine komische Stelle hier? Ist das wegen dem Eis, dass ich hier gerade so am Struggeln bin? Oder? Keine Ahnung. Das ist ein Puzzleteil, ne? Ja, alles klar. War mir schon ziemlich klar, dass hier ein Puzzleteil auf mich wartet. Okay. Ich stelle mich aber auch an heute, Mensch. Was ist das denn? Ich finde das aber auch irgendwie echt komisch mit den sich bewegenden Plattformen hier. Ich bin auch gerade echt froh, dass ich da jetzt weg bin. So, erstmal ein paar Münzen noch mitgenommen. Alles klar, hier ist kein Puzzleteil anscheinend. Na gut, vielleicht schon, aber mir wird jetzt nicht... Alles klar, was soll das denn? Hallo. Ja, cool. Jetzt bin ich halt tot, ne? Nee, gerade so nicht. Aber was war das denn? Warum hat er hier gerade so rumgespackt? Gut. Ich glaube, oben lang zu gehen ist die bessere Option. Okay, können wir jetzt nicht mehr.
Scheiß. Boah, was? Wie bin ich da hochgekommen? Oh mein Gott. Nein, ich wollte nicht da hoch. Ich wollte eigentlich da ans Gras springen. Und ich glaube, ich hätte sogar noch überlebt, hätte ich nicht so, ja, den Gedanken gehabt, dass ich da wegsterbe. Naja, was soll's. Rambald Dixie wieder. Ist auch nicht so schlimm. Ich wollte mich ducken, aber er hat sich nicht geduckt. Also ich habe gedrückt, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, der Idiot hat sich jetzt nicht geduckt. Das gemacht, dann hätte er kein Leben verloren. Beziehungsweise kein Herz verloren. Aber naja, naja, naja. Ja, mein, ist hier auch schon wieder ein Herz. Also kann ich mir das gleich einfach nehmen. Ist es nicht so schlimm. So, zack. Diese komischen Plattformen hier. Komm, mach hin. Nee, Mann, was soll das? Egal, ich bring mich um. Scheiß drauf. Das fuckt mich aber jetzt richtig ab irgendwie. Deswegen habe ich mich da mal kurz umgebracht und nächster Versuch einfach. Und ich hoffe, dass wird nicht schon wieder so ein beschissenes Fail-Fest. Oh. Ja gut, da bin ich jetzt aus Versehen gekommen. Aber nicht so schlimm. Egal. Ich nehme mal die Herzen mit. Ich habe so das Gefühl, dass wir sie brauchen werden. Vor allem, weil ich mich gerade schon mal so dumm anstelle, wie kein Zweiter. Ich glaube, ich spiele auch ein bisschen zu vorsichtig, habe ich so das Gefühl. Weil so in, so off-cam spiele ich halt etwas schneller und ich glaube, dass es auch daran manchmal liegt, dass ich einfach zu viel zögere bei den Sprüngen. Nehmen wir uns hier noch die Münze. Ja gut, bringt jetzt nichts, weil wir schon voll sind. Aber naja, ich wollte mal kurz schauen, ob wir schon maxed out sind. Und die Antwort ist ja. Boah, was? Das geht durch den... Ach so, nee. Nee, geht's nicht. Ich dachte, es wird durch die Wand durchgehen, dieser Feuerball. Aber nee, sah nur so aus. War im Hintergrund. Alles gut. Oh, cool. Anscheinend kein Zeitlimit, oder was? Alter. Okay. Das sind schon wieder richtig komische Features hier. Und ich sammle mal kurz die Bananen ein. Ich nehme jetzt einfach mal die Zeit dafür. Weil an manchen Stellen musste man Bananen einsammeln, was überhaupt nicht nach Puzzleteil aussah. Und dann war es ein Puzzleteil. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht nochmal Bock drauf. Klingt jetzt komisch, aber...
finde gerne beim ersten Mal alle Puzzleteile. Das ist hier richtig gefährlich, ey. Man muss halt genau darauf achten, wann sich die Plattformen bewegen. Und was sich dann alles mit den Plattformen bewegt, weil man wird so schnell getroffen sonst. Am besten auf Gegner drauf springen, die sich nach unten bewegen. Nicht so wie ich hier die ganze Zeit. Boah, sag mal. Nicht so wie ich hier die ganze Zeit versuchen, auf Gegner drauf zu springen, die... Alles klar. Auf Gegner drauf zu springen, die sich gerade Richtung hoch bewegen. Ja. Ah, Puzzleteil. Gut, dass wir Dixie haben. Mit der ist das alles gar kein Problem. Wir haben schon wieder die Special, die kann ich aktivieren. Warte mal. Ja. Ganz vorsichtig. Hier ist nichts. Wo ist denn das Puzzleteil dann? Das letzte. Ja, keine Ahnung. Alles klar. Na, ich find's aber ein bisschen ernüchternd, dass wir jetzt nicht alle Puzzleteile bekommen haben. Außerdem war der Level echt einfach im Vergleich zu dem Level mit den Plattformen. Mit Plattformpanik. Das war ein richtig knackiger K-Level. Aber der hier jetzt, naja. Aber ich glaube, das Ganze wird sich jetzt ändern beim Bossfight in der sechsten Welt. Frostfeuriges Finale. Los geht's. Ich glaube, wir bleiben mal bei Dixie. Immerhin ist Dixie einfach OP. Also ist Dixie ja die beste Wahl. Und da ist er. Der Walross-König. Oder Wikinger, König, Anführer, was auch immer. Er hat nur ein müdes Lachen für uns übrig. Das verstehe ich auch. Und das Setting, ne? Mega geil. Kriegen wir Schatten? Ja, sowas ähnliches. Wir kriegen auf jeden Fall... Ach so! Ach, wir werfen die Viecher nach hinten, alles klar. Okay, ich verstehe schon. Alles klar. Wenn er so in der Ecke ist, dann kriegt man ihn anscheinend. Beziehungsweise, wenn er so am Geiern ist, dann kriegt man ihn. Also da sind auf jeden Fall die besten Zeitpunkte, um ihn zu erwischen.
Ach, so ein Scheiß. Komm, wir machen mal kurz den hier. War vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber wir wollen uns es ja auch nicht zu leicht machen hier im letzten Bossfight. Ha! Der war gut. Ja gut, die fallen anscheinend immer weg. Selbst wenn man springt. Schade. Und anscheinend geht's in die nächste Phase. Alles klar, übertreib halt. Ja, okay. Nicht wirklich übertrieben. Alles noch ziemlich angemessen von der Schwierigkeit her. Und ich frag mich, was man jetzt machen muss. Wieder dasselbe? Ey, komm schon! Es gibt auch die Hasen mit den Helmen. Alles klar. Was zum Teufel, Mann? Dieses Arschloch. So, zack, jetzt haben wir ihn aber. Da konnte dieses Mal nicht so komisch sidesteppen. Alles klar. Na, ah, wunderbar, er taut die Dinger auf. Und jetzt frisst er sie wieder ein. Geil. Also ich glaube, man muss sich einfach mal dahin stellen, wo der zuletzt runtergefallen ist. Dieser Eisvogel oder, keine Ahnung, Eiszapfen oder was ist das eigentlich? Ja, man muss auf jeden Fall immer auf die letzte Stelle springen, wo der runtergefallen ist, und dann kriegt man den meistens. Also wird man meistens nicht getroffen. Nein! Boah, ja man, hau ab. Ja, jetzt wird der Quatsch wieder gemacht. Ja, komm, kannst so viel lachen, wie du willst. Du bist bis jetzt ein überhaupt nicht herausfordernder Boss, auch wenn ich hier gerade so ein bisschen am Struggeln bin, aber schwer ist das auf jeden Fall nicht. Wirklich nicht. Da fand ich den Eisbären so extrem viel schwerer. Was habe ich jetzt getan, ey? Was? Was muss man machen? Was musste man da machen? Musste man auf ihn draufspringen? Komm, ja, komm, das Intro können wir dieses Mal skippen.
so wie sonst auch. Ich meine, haben es ja schon einmal gesehen und einmal reicht. So, und jetzt warten wir darauf, dass er seine Faxen da macht. Und dann treffen wir ihn. Zack. Ja eben, er hat doch seine komischen Hörner da, also... Jawoll! Direkt in Phase 2. Er hat doch seine komischen Hörner da, also als er hier eben stand... Ach du Scheiße, was? Ich konnte nicht weg! Ich dachte... Ey, komm schon. Ich dachte halt, er springt nach hinten. Naja, egal. Als er da eben ganz rechts stand... und die Plattform so hochgeschossen wurden. Da konnten wir ihn doch gar nicht, da konnten wir doch nirgendwo hin. Weil, wären wir auf ihn draufgesprungen, hätte er doch so eine komischen Hörner gehabt. Zack. Ah! Jetzt aber. Boah, und die Lava ist Instant Death. Haben wir ja gerade gesehen. Also müssen wir hart aufpassen in diesem Fall. Ja. Alles klar. So, komm, nächste Phase. Fertig. Alles klar, jetzt habe ich's raus. Und dann ist das auch sehr einfach, dieser Fight hier. Also wirklich extrem einfach. Man kann es einfach sehr stark lernen, was hier passiert. Und hat auch immer echt viel Zeit. Kriegt alles angezeigt, was hier auf der Stage passiert. Er ist so vorhersehbar. Also bis hierhin echt ein ziemlich schwacher Boss. Bossfight. Alles klar. Ja, bis hierhin echt ein sehr schwacher Bossfight, leider. Ich hatte mir das eigentlich... Scheiße. Ich hatte mir das eigentlich schwerer vorgestellt. Aber man muss hier halt... RIP. Man muss hier halt einfach ziemlich safe spielen. Einfach nur. Und ich faile halt die ganze Zeit, weil ich diese beschissenen Bananen einsammeln möchte. Weil ich halt wieder gern die Special von Dixie und sich dann Herzen beschaffen kann. Aber hat man eigentlich überhaupt nicht nötig in diesem Fall. Da verliert man halt einfach nur Leben, wie man jetzt gesehen hat. Mehr ist das dann nicht. Ah, jetzt haben wir ihn aber getroffen. Er täuscht auch gar nicht an und an oder so, also... Was zum... Was soll man denn da machen? Sorry, wenn ich gerade zu blöd dafür bin, aber ich verstehe echt nicht, was man da machen soll. Die ganzen Plattformen fallen in die Lava hinterher. Und man kann ihn einfach nicht treffen da an der Stelle.
weil er seine beschissenen Hörner hat, wie ich schon am Anfang gedacht habe. Oder ist das einfach nur da, um einem ein Leben abzuziehen? Zack. Alter. Alter, ist er schnell. Oh mein Gott, ey. Neuer Plan. Cranky. Denn sein Pogo-Stab ignoriert die Eisflächen. Und deswegen denke ich, dass Cranky ausnahmsweise hier der bessere Partner ist. Und man hat hier auch viel mehr Bewegungsfreiheit in der Phase. Was? Was ist das für ein Betrug? Ey, komm schon. Mann. Die Dinger sind jetzt zweimal genau auf ihn drauf geflogen. Und er stellt sich einfach nur auf ein Bein und ignoriert dann den Schaden davon, oder was? Oder wie soll ich mir das vorstellen? So, jetzt haben wir ihn aber. Bitte? Ach, was? LOL? Er droppt auch Herzen? Okay. Na gut. Und ich habe für gleich einen echt guten Plan. Ja, zack, jetzt aber hier. Wenn er so auf uns drauf springen will, dafür habe ich schon echt einen guten Plan. Und zwar jetzt stellen wir uns einfach hier ganz hinten hin. Er versucht dann logischerweise dahin zu springen. Dann hier hin und dann dahin. Gehen wir einfach immer einen weiter und brauchen hier überhaupt nicht über die Lava-Pits zu springen. Also, sehr safe das Ganze. Ich finde die Eisvögel, sonst glaube ich, Eisskelettvögel, so sieht es zumindest aus, sollten in schnellerer Abfolge kommen. Damit man irgendwie hier noch in Bedrängnis gebracht wird, weil so finde ich das echt einfach. Ja, okay, wenn er so am Geiern ist, dann kann er einfach ausweichen anscheinend. Sollte man sich auf jeden Fall merken für diesen Fight. Was? Da habe ich nicht genau hingeschaut. Aber jetzt. Was als ob, Mann? So eine Scheiße. Der Boss ist nicht schwer, der ist einfach nur nervig, Mann. Was soll das? Boah, was? Man bekommt dadurch ein Herz? Alles klar. Boah, jetzt aber. Jetzt haben wir einen richtig krass erwischt. Das fand ich schon wieder ein bisschen komisch. Naja, was soll's. Tatsächlich jetzt relativ herausgekommen, als er da so versucht hat, auf uns zu springen.
Aber halt immer noch kein Akt, ne? So, zack. Hier kann man eigentlich Leben farmen in der Phase. Ist ganz entspannt hier. Und wenn man nicht hochspringt, kann man ihn anscheinend leichter treffen als sonst. Ah, was zum Teufel? Wie schnell ist er denn? Ach, Kacke, da habe ich mich gerade kurz gekratzt. Ah, Mann. Mann, der Boss ist hart nervig. Er ist einfach nur... Ich weiß nicht. Ich glaube, hier standen die auch so ein bisschen unter Zeitdruck, weil das Spiel halt rauskommen sollte damals. Also, die haben es angekündigt. Und, sollte das Spiel rauskommen und dann war es noch nicht ganz fertig und mussten sie sich irgendeinen Boss überlegen. Aber halt so toll ist er echt nicht geworden. Oh, und ich krieg's dann trotzdem nicht hin. Oh, was? Ich krieg's dann trotzdem nicht. Nee, ich geh mich jetzt umbringen. Hier in der... Nee. Kein Bock. Ich habe es da trotzdem nicht hinbekommen, ihn zu treffen, obwohl ich mich extra weit hinten hingestellt habe, um zu schauen, wie schnell er rennt. Aber bisschen zu sehr ablenken lassen. Naja, was soll's. Na gut, was heißt ablenken lassen? Ah! Bald nicht wirklich vorsichtig. Und ich... Denk nicht daran, dass er da immer noch mal auf einen drauf springen will. Wie sich das anhört. Dass er einen da zermanschen will. Sondern ich denke immer, ja gut, jetzt springt er nach hinten und jetzt kriegen wir die nächste Chance. Mm-mm. So ist das nicht. Boah, was? Jetzt haben wir ihn getroffen. Obwohl er so komisch ausgewichen ist. Ah, schon wieder drüber gesprungen. So, jetzt aber. Ich glaube, er springt immer dreimal, kann das sein? Weil wenn ja, könnte man das so timen, das beziehungsweise so einplanen, dass man halt immer nur so ausweicht, dass es gerade so reicht. Ja, man versteht, was ich meine. Wenn man... Ja, jetzt ist vorbei, ne? Ja. Okay, er weicht anscheinend immer dreimal aus. Und dann ist erstmal Schluss. Hierdurch gar nicht beirren lassen. Einfach hier immer auf die Stelle stellen, wo wir zuletzt runtergefallen sind. Und dann hat sich das.
So, hier haben wir ein Herz. Jetzt geht's weiter. Bam, Alter. Oh. Ah, Mann. Was zum Teufel? Wenn man ihn da hinten nicht trifft, kann er halt so ziemlich instant kontern. Ja, komm, brauchst gar nicht so geiern. Du bist wahrscheinlich der einfachste Boss von allen. Ich meine, man kann ja die ganze Zeit Herzen farmen. Boah, was? Was hat den getroffen? Alles klar. Zack. Ah. So, jetzt haben wir ihn aber. Nächste Phase schon. Was macht er jetzt? Gesagt, Quatsch. Cranky kann nicht auf ihn drauf springen. Was zum Teufel soll man denn sonst machen? Bin ich zu blöd dafür oder ist das... Ah, ich glaube schon. Kann es sein, dass die letzte Plattform als letztes runterfällt und dass man sich dann halt auf die erste Plattform hinrollen kann? Also auf die erste Plattform springen kann? Ich zeig gleich, wie ich das meine. Erstmal kommen wir jetzt zu der Phase hin, bevor wir irgendwie darüber nachdenken. Boah! Ich habe schon wieder nicht dran gedacht, ne? Hau ab. Okay, das war ziemlich easy. Was? Bitte? Ich bin hinten drauf gesprungen und das wird als Gegentreffer gewertet. Wäre dieser Boss hier schwierig, würde mich das echt sauer machen. Nee, aber jetzt mal im Ernst, was soll das? Ich meine... Egal. Was ist das für eine Scheiße? Ich bin hinten drauf gesprungen bei ihm. Mal ganz im Ernst, was soll die Scheiße, Nintendo? Könnt ihr eure Kackspiele nicht vernünftig programmieren? Ja, es war mir klar, dass er da ausweicht, aber ich wollte jetzt auch nicht von einem komischen Pinguin hier getroffen werden. Also machen wir es lieber so, dann ist alles gut. Ja gut, nicht alles. Ist zum Beispiel nicht gut, dass ich da getroffen werde, obwohl ich eigentlich nicht getroffen werden sollte.
Sword, zack. Oh, da habe ich es mir jetzt viel schwerer gemacht, als ich es eigentlich hätte machen müssen. Okay, gehen wir hier hinten direkt hin. Das meine ich nämlich auch damit, dass die in schnellere Abfolge kommen sollen. Weil man halt so echt keinen Druck hat. So. Ja, komm, Geier hier nicht rum. Dann hau lieber nochmal ein paar Schneebälle raus. Beziehungsweise Eisbälle in dem Fall. Ich nehme einmal eine Kugel Eis. Hahaha. Ja, Mann, da haben wir ihn. Ja, zweimal, zack. Geht doch. Ja gut, wir wurden zwar einmal getroffen, aber das macht gar nichts, da wir die Herzen wieder aufschlucken können. Ich weiß nicht, zu welcher Wahrscheinlichkeit das auftritt, dass man ein Herz bekommt. Aber anscheinend ist die geringer als für andere Sachen, oder? Ah, komm, ey. Ach, komm. Drecksack. Macht das jetzt nochmal? Ja. Der kommt also nur dann nach vorne, wenn er getroffen wird. Eigentlich ziemlich dämlich. Weil ich glaube, der Boss wäre um einiges schwerer, wenn er auch dann nach vorne kommen würde, wenn er nicht getroffen wird. Also einfach nur einmal nach diesem... Okay, jetzt muss ich kurz aufpassen. Boah, hat gerade so geklappt. Aber wie ich mir schon gedacht habe, ist es auf jeden Fall besser, auf die ganz hintere Plattform zu gehen. Also auch wenn es so aussieht, als würde die früher runterfallen, einfach auf die hinterste Plattform gehen und dann auf die erste drauf bringen. Und nicht irgendwie anders versuchen. Weil... anders wie bringt's nix. Komm, Geier hier nicht rum. Ich hab ihn trotzdem getroffen. Alles klar. Boah, ist er schnell, Mann! Und hier jetzt auch wieder. Alles klar. Okay. Was zum Teufel? Oh mein Gott. Okay, jetzt wird er so langsam richtig schwierig. Alter. Holy shit. Okay, das war schon krank, die Stelle gerade. Das war echt sehr schwer auszuweichen, was mit dem Drachen. Und die Drachen sahen echt cool aus. Ja.
Ah, da haben wir ihn. Da springt auf die Seite, mir egal. Ach, mein Gott. Und jetzt hau ab! Alter, ne? Sequenz. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Was? Was geht denn jetzt ab? Alles wird wieder aufgetaut. Echt geil. Donkey Kong Country Tropical Freeze Death Credits. Ja. Und das war... das Spiel, möchte man meinen. Naja, zumindest die Hauptstory. Und das Spiel war echt mega nice. Ich find's etwas schade, dass es jetzt vorbeigeht. Aber ich bin auch wiederum froh, dass ich es endlich fertigstellen konnte. Nach all diesen Jahren. Wie viele waren das jetzt? 3-4 Jahre oder so? Dauert dieses Let's Play schon, wo andere das innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Monaten durchgespielt haben? Beziehungsweise, was heißt durchgespielt? Als aufgenommen und hochgeladen. Ich habe das Ding ja auch schon mal durchgespielt, wenn man es so sieht. Auf der Wii U. Und... ich brauche dafür einfach so lange, um das aufzunehmen. Naja, aber ich hoffe, es hat sich wenigstens gelohnt. Also für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Es war ein echt schönes Spiel. Es war echt geil, das Ganze aufzunehmen. Aber ich meine auch, dass es sich hoffentlich für andere gelohnt hat, die sich das Let's Play vielleicht noch anschauen werden. Ich habe auf jeden Fall versucht, das alles in einer möglichst hohen Qualität bieten zu können, dass das Mikrofon gut ist, dass es gut aussieht, das Spiel, dass es nicht irgendwie verrauscht ist oder verzerrt oder dass es einfach keine Ruckler gibt, keine Frame Drops oder was auch immer. Ja gut, hat jetzt in letzter Zeit leider nicht so gut geklappt. Einfach aus dem Grund, weil ich denke, ich hatte was anderes im Hintergrund geöffnet und habe die Qualität zu hoch eingestellt. Deswegen hat mein PC da ein bisschen rumgespackt und dementsprechend dann auch leider die Aufnahme. Aber was soll's? Ich meine, sonst die vorherigen Parts waren immer in einer guten Qualität, gerade so ab spätem Anfang bis jetzt halt zum Ende hin, hat sich meiner Meinung nach zumindest, hat es sich gut angehört von dem Balancing zwischen Spiel und meiner Stimme. Meine Stimme hat sich gut angehört, war alles gut abgemischt und die Videoqualität hat auch alles gestimmt. Und da bin ich echt froh, dass es so reibungslos über die Bühne gegangen ist. Ja gut, was ist auch nicht so reibungslos. Klar, es gab immer ein paar
paar Komplikationen, zum Beispiel da, wo ich die Level nachholen musste oder wo ich weg musste wegen einem Termin, den ich kurz vergessen habe. Ah, da sieht man Funky nochmal, wie es ausgesehen hätte, wenn man mit Funky gespielt hätte. Es hat hier geklingelt. Was auch immer. Gab's immer ein paar Komplikationen. Aber sonst ging das echt alles reibungslos. Da bin ich echt sehr froh drüber. Und am Strand findet Donkey Kong ein Geschenk. Du hast ein mysteriöses Artefakt gefunden. Alle 7 mysteriösen Artefakte sind enthüllt. Also doch 7. Ja, stimmt. Okay, in der Mitte hat noch eins gefehlt, ne? Von diesen Dingen. Also habe ich doch nicht so einen Quatsch gelabert. Das ist das, was ich nämlich dachte. Das sah irgendwie aus, als wären 6 Artefakte nicht genug. Also habe ich da doch keinen Quatsch gelabert. Schön zu wissen. Ja, Leute. Und was es mit diesen Artefakten auf sich hat, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Ich bedanke mich... Boah, was? Der Part geht fast eine Stunde. Also 50 Minuten schon. Oh mein Gott. Alles klar. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr dann auch beim letzten Part wieder einschaltet. Bis dann und ciao.